So, nach einer kleinen Pause, das Splatfest, das hat jetzt schon ein bisschen Zeit und auch Energie in Anspruch genommen und dann brennt auch noch die Sonne uns auf dem Pelz. Sind wir wieder zurück bei den Olympischen Spielen und wir boxen uns heute durch. Und ja, für einen guten Freund und auch einen, naja, was heißt Freund, Bekannten, würde ich mal sagen, Bekannten. Und auch vielleicht auch entfernt YouTube. Kollegen, habe ich als Gegner, hier ist er schon, für Sonic Tails rausgesucht. Und weiß ich auch, warum er Tails heißt. Es sind zwei, er hat ja zwei Schweife. Oh, und der Schiedsrichter ist eine Biene. So, es geht hier schon mit los. Aufs Fressbrett klopfen, ja, Boxen ist ein ernstzunehmender Sport, liebe Zuschauer. Das hat nichts mit Gewalt zu tun oder mit jemandem wehtun, ja. Ich habe keine Ahnung vom Boxen, bin ich ganz ehrlich. Aber wenn halt der Ringrichter, nennt man diese Biene, wo da so rumflattert, jetzt werden wieder welche schreiben, das ist der und der Charakter aus Sonic oder aus Mario oder was der Kuh, ich weiß nicht. Wenn der eben bis 10 zählt und dann ist man K.O., dann ist es vorbei. Aber ich sehe ja gerade, man kann Superkraft einsetzen und dann hat man keine Chance mehr. Sonic liegt am Boden und man muss eben A drücken, ganz, ganz schnell. Das habe ich hier jetzt ein bisschen zu spät gecheckt. Und Sonic, steh auf und ne, K.O. 1:0 für Tails. Die Tails-Fans freuen sich. Niederlage, Sieg. Und ja, das war eine gute erste Runde für Tails. Ich spiele jetzt zum ersten, ich meine zum ersten Mal Boxen hier auf dem Spiel, auf der Switch, in diesem Spiel. Und hier geht es halt richtig zur Sache. Es wurde im Vorfeld erklärt und gezeigt, welche Tasten das man drücken muss, um oben, unten Fuß zu schlagen. Dann gibt es noch die Fußtritte, glaube ich irgendwie, aber ich habe einfach irgendwo gedrückt und Tails liegt am Boden und wird ausgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und nee, er ist rechtzeitig wieder auf und jawohl, Treffer, ich sehe hier gerade, jawohl, Treffer aufgeladen und wenn der in die Regenbogenfarbe kommt, dann ist die Superkraft aufgeladen und bei Tails ist sie wieder aufgeladen. Jetzt haben wir die Deckung durchbrochen und trotz Superkraft, ja. Er ist am Boden. Schafft das noch oder ist er K.O.? Na? Nein. K.O. Jawohl. Diese Runde geht an Sonic. So, hier sehen wir nochmal eine Zusammenfassung. Wie viel Prozent und das geht alles irgendwie viel zu schnell zum Vorlesen. Auf dem Siegertreppchen, jawohl. Goldmedaille. Und da hüpft er, jawohl. Eiers. Sonic, ja, du bist der Beste. Sehr schön. Und natürlich spielen wir erneut, ich würde sagen, drei Runden wieder. Ja, drei Runden. Und weiter geht's. Jetzt werden sich die Sonic Tails Fans nochmal an den Kopf fassen, wenn ich sage, ich habe lange gedacht, dass Sonic ein Mädchen ist, ein Weibchen. Sonic ist ja männlich, aber irgendwie so, ja, ich weiß gar nicht. Das ist nicht Sonic Tails, meine ich Tails. Dass überhaupt was Sonic ist, das ist mir schon klar. Übrigens, der Sonic, die Sonic-Filme mit Jim Carrey als Dr. Eggman sind sehr zu empfehlen. Ich habe ja vor gefühlt 100 Jahren mal auf diesem Kanal, meine ich, irgendwo in einem Video erwähnt, wo ich im Kino war. Auch mal in einem großen Kino, im Cineplex. Da habe ich mir den ersten Sonic-Film angeguckt und war mega hell begeistert. Sonic wird in den Filmen, also es gibt ja zwei inzwischen, von Julian Bam synchronisiert und ich kann mir kaum eine andere, bessere Stimme vorstellen. Jedes Mal, wenn ich in einem Julian Bam Video irgendwo etwas kommentiere oder in einem Livestream, na gut, er ist selten live, aber wenn das mal früher so der Fall war,
Und ungespielt hat etwas, hat eine Reaction gemacht zum Julian-Video. Da habe ich immer reingeschrieben, jawohl, Sonic oder die deutsche Stimme von Sonic und ein blaues Herz, weil die Stimme passt eben und die ist richtig, also die ist richtig cute und richtig schön. Und ich persönlich finde den ersten Teil besser wie den zweiten Teil von den Sonic-Filmen. Obwohl im zweiten Film der Fortsetzung kommen ein paar neue Charaktere dazu, da kommt Tails dazu und Knuckles oder wie er heißt, also der rothaarige rote Sauen-Igel, egal. So, Sonic liegt mal wieder am Boden, komm, steh auf, los. Gut, ich hab's ja selber in der Hand. Tippe, jawoll. Gut, gerade noch die Kurve gekriegt. Ich habe vorhin bei Tails übrigens gesehen, wenn noch der Kopf ein bisschen hängt, geht es auch als K.O., also auch der Kopf nicht hoch. Ist das beim echten Boxen auch so? Oh, wir haben einen anderen Ringrichter, sehe ich gerade. Egal. Keine Ahnung. Mein ganzes Boxwissen, wo ich mal bei einem, in Anführungszeichen, richtigen Boxkampf gesehen habe, das war tatsächlich die Stefan Raab Boxen. Muss ich zugeben. Und da wurde schon einiges erklärt, wie die Regeln halt richtig sind und so. Aber das ist ja jetzt auch schon 15 Jahre her oder so, keine Ahnung. Wo Stefan Raab gegen, wie hieß die nochmal, Christine Halmich, keine Ahnung, geboxt hat. Und die hat ihm schon ordentlich Saueres gegeben. Also da hat die Killerblauze ja nicht mehr so frisch ausgesehen. Und Killerblauze übrigens, den Spitznamen hat er sich selber gegeben. Raab den Schlag. So. Jetzt aber hier mal hin. Ich möchte nochmal für Sonic hier eine Goldmedaille heimholen. Übrigens, blau und rot, mal wieder die Farben, wo auch in meinem Outfit auftauchen, wie man sehr schön sieht. Und Roms, da hat uns Tails jetzt weg, obwohl wir Superkraft... Hä? Ah, Tails hat auch Superkraft. Das habe ich irgendwie noch nicht raus, wie ich die Superkraft einsetzen kann. Kopf hoch. Sonic, Kopf hoch! Ah, Shido. Die Runde geht an Tails. Ah. 56%, 50%. Ah, das ist ärgerlich. Aber eine Runde gönnen wir uns noch. So, wo war ich stehen geblieben? Ah, beim Sonic-Film. Übrigens, wer es noch nicht gemacht hat, guckt gerne mal auf meinem neuen Kanal Kipsen Laboratory nach. Da ist schon das erste Video hochgeladen. Auf Kipsen Laboratory werde ich mich hauptsächlich um Animationsfilme widmen und werde die Filme, die ich besonders gut finde und so mit Science-Fiction-Theorie und so weiter präsentieren, aber vielleicht auch Animationsfilme, die ich nicht so gut finde. Also schaut da auf jeden Fall rein. Als zweite Rubrik sind da noch Industrieanlagen und Technologievideo, aber das wird eher seltener kommen, sondern hauptsächlich Videos über Animationsfilme. Und das erste Video über den Film Terror Willi ist da schon drin. Und ja, vielleicht mache ich noch ein Video über den Sonic-Film, aber es sind vor allem die kleinen und eher weniger bekannten Animationsfilme, denen ich mich da widmen möchte. So, ist Sonic schon wieder am Boden, jetzt hoch. Hol mit dir, auf, Kopf hoch, Kopf hoch. Ja, gut, boah, gerade noch die Kurve gekriegt. Los, das kriegen wir hin. So, ich habe Superkraft und Komboschlag. Ja, ist klar. Was habe ich jetzt gedrückt, dass Superkraft ausgelöst wird, aktiviert wird. Ich weiß es nicht mehr. So, nee, Tails, bleib ruhig liegen. Ruh dich aus. Die Runde muss an Sonic gehen. Ja, K.O. Gut, ich bin jetzt mit meinem Kopf direkt vor Tails. Man sieht's nicht. Aber K.O. Und ja, 48%, 46%. Ja, das war knapp. Das war spannend. Und Sonic ist wieder auf dem Siegertreppchen. Nochmal Goldmedaille, zwei Goldmedaillen jetzt. Ja, wunderbar. Das war Sonic, hat geboxt gegen Tails. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann Daumen nach oben und Abo nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Kipp Supernova over and out.